Geschätzte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, auch bei kurzer Zeit will ich doch eine Minute verwenden für Dank. Und ich sage das gerne noch mal in Richtung Sekretariat, weil ich das ja auch noch aus alten Zeiten wie Gesine Lötsch kenne. 1800 Anträge und ein bisschen mehr in diesen Haushaltsberatungen. Das alles so richtig hinzubekommen, weil wir eben noch nicht ganz so weit bei der Digitalisierung sind, war eine harte Arbeit. Danke, dass ihr das gemacht habt. Das muss man ausdrücklich, glaube ich, noch mal sagen. Und auch wenn jetzt einige sagen werden, wieder, warum sagt er das? Ich will mich ausdrücklich beim stellvertretenden Vorsitzenden und beim Vorsitzenden des Haushaltsausschusses dafür bedanken, dass Sie diese 17 Stunden so ordentlich durchgebracht haben, dass wir das hinbekommen haben und dass diese Massenaufgabe, die wir haben, hinbekommen haben, ohne dass an der Stelle Fehler passiert sind und ähnliches mehr. Und das ist schon eine Aufgabe, die nicht einfach ist, aber die ihr beiden, das darf ich mal sagen, wirklich gut gemacht habt. Danke dafür. Meine Damen und Herren, und ich muss mich noch bei einem bedanken, auch wenn es das Letzte ist, Ecki. Ich hätte gerne eigentlich nach dir ja geredet, um mich zu bedanken, deswegen tue ich das aber hier. Und ich sage das hier für alle. Du bist der, der für diesen Haushalt bei aller Kritik immer wieder steht. Und du bist der, der am meisten Puffer auffangen muss, wenn es darum geht, dass das, was du eigentlich willst als Haushälter, nicht das ist, was manche in deiner Fraktion, zu viele in deiner Fraktion nicht wollen und insbesondere, was die Regierung nicht will. Insofern auch da Dank von meiner Seite, aber ich denke auch von allen, denn es ist dein letzter Haushalt. Meine Damen und Herren, aber dennoch, Kritik muss sein und Kritik ist auch notwendig, denn Kritik ist das, was uns voranbringt. Es ist, wenn wir in wenigen Minuten den Haushalt verabschieden, ein Rekordhaushalt, ein Rekordverschuldungshaushalt. Es ist ein Rekordhaushalt mit den anderen, mit dem letzten zusammen, der 1 Billion als Grenze überschreitet. Es ist ein Haushalt, der aber, und das muss man sehen, in einer Notsituation ist. Und das wird auch nicht von meiner Fraktion bestritten. Nur Notsituation heißt doch zwei Dinge. Erstens, ich kann mich nicht verschulden, wie ich Lust und Laune habe. Und zweitens heißt es auch, in einer Notsituation muss ich, glaube ich, mal auf Dinge, die im normalen Alltag notwendig sind, verzichten. Und dieses Verzichten fällt großen Teilen dieses Hauses sehr schwer. Und daher sind wir bei dieser übermäßigen Verschuldung, die die FDP in ihren Vorschlägen um 100 Milliarden reduziert hätte. Und, meine Damen und Herren, ich will das auch noch mal sagen, es wird hier immer so getan in den ganzen Einzelplandebatten. Und ich habe lange gesessen in dieser Woche, so wie viele andere haushaltspolitische Sprecher auch und viele andere Mitglieder des Haushaltsausschusses auch. Es entsteht inzwischen in diesem Land so ein Glaube, alles, was wir machen, ist richtig, überall noch ein bisschen dazu, hier noch was da, es geht doch eigentlich, ist doch nur eine kurze Unterbrechung. Dieses Land, die ganze Welt, die Menschheit ist nur groß dadurch geworden, dass sie neue Ideen hatte, weil es Knappheit gab, die neu überlegt hat, wie sie vorankommt und für sich, für andere im Rahmen sozialstaatlicher Maßnahmen, aber im Rahmen von wirtschaftlichen Maßnahmen etwas tut. Das machen sie nicht, indem sie sagen, das Alte einfach noch mal und noch ein bisschen drauf und noch neue Leistungen, so kommen wir gut durch die Krise. Nein, so werden sie vielleicht noch bis ans Ende der Krise kommen, aber ab dann ist das in Anführungszeichen erst das Grauen groß und das Grauen da. Und meine Damen und Herren, der Finanzminister hat hier eine, na, ich will es mal so sagen, interessante Rede gehalten, aber man muss ja bei ihm immer noch aufpassen, was er nicht sagt. Das ist das Wichtige. Und was erkennbar war, er hat sich zur Schuldenbremse nicht geäußert. Und er hat ja auch schon seinen Haus- und Hofvolkswirt schon äußern lassen, dass im Jahre 2022 die Schuldenbremse ja nicht einzuhalten sei, die wahrscheinlich irgendwo zwischen 10 und 30 Milliarden Neuverschuldung erlaubt. Und ich habe auch genau gemerkt, Herr Minister, dass dieses Thema, wir wollen die Schuldenbremse 2022 werden, bei Ihnen überhaupt kein Thema mehr ist. Das interessiert gar nicht. Ich habe bei der CDU leider auch gemerkt und wäre froh, wenn einer der Nachredner, Ecki, du vielleicht den Satz noch mal sagen, wir werden die Schuldenbremse 2022 einhalten. Das war ursprünglich und dann wurde es, wir wollen. Der feine Unterschied ist auch da schon bei der CDU-CSU erkennbar. Und das, Herr Scholz, sage ich Ihnen dann aber auch ganz deutlich, wenn es um die Schuldenbremse geht. Die Wahrheit kommt noch vor der Wahl. Und dann können Sie nicht Kanzlerkandidat sein, sondern dann müssen Sie Finanzminister sein, wenn Sie den Entwurf des Haushaltes vorlegen. Und ich warne Sie im Interesse der nachfolgenden Generationen davor, wenn Sie dann wieder mit sogenanntem finanzpolitischen Handlungsbedarf in Höhe von 42 Milliarden kommen. Wissen Sie, was das übersetzt heißt? Ich weiß es nicht. 42 Milliarden. Finanzieller Handlungsbedarf heißt, ich weiß nicht, woher ich das Geld nehmen soll. Ich stelle das jetzt mal ein. Das ist kein Generationenvertrag. Das ist unverantwortlich. Und meine Damen und Herren,
für die Position der FDP zum Schluss. Wir, das Interessante ist an der Stelle, wir werden das machen. Denn wir kommen von einem ganz anderen Niveau, lieber Carsten Schneider, weil wir eben nicht alle Ausgaben neu machen und alle Ausgaben zusätzlich machen. Das ist der Unterschied. Zum Schluss. Die FAZ sagt heute sehr schön in einem Kommentar zu der Frage der Haushaltspolitik das, was Herr Schneider nicht gerne hört. Nur die FDP bemüht sich um Vorschläge, die den Schutz der Gesundheit und der Wirtschaft mit dem Schutz öffentlicher Kassen besser zusammenbringen sollen. Das ist der richtige Ansatz für das zweite Pandemiejahr. Man könnte es aber auch einfach sagen, die FDP ist der einzige Herdenschutzesel für Wirtschaft, Gesundheit und Generationenvertrag. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Tobias Lindner von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.